Es wird sich heute alles um Karabiner drehen, um die Lebensdauer von Karabinern, um die Pflege, um die Wartung, wann es noch sicher ist und wann es nicht mehr sicher ist, einen Karabiner zu benutzen. Deswegen habe ich mir den Peter als Experten reingeholt. Liebe Freunde von Einfach Klettern, wir sind heute bei Oma Eichler im Herzen von Frankenjura und ich habe mit mir Peter Wirth, einen DMM-Athlet. Und ich habe einen ganz besonderen Karabiner mitgebracht, und zwar dieses Exemplar hier. Das hat mir ein Freund gegeben, der seit 20, 25 Jahren nicht mehr klettert. Jetzt meine Frage an den Experten ist, sollte ich diesen Karabiner zum Klettern noch benutzen? Was kann man darüber sagen? Generell, dadurch, dass ich jetzt die Verwendung und Historie von dem Karabiner nicht kenne, ist es erstmal nicht möglich zu sagen, dass er definitiv noch verwendbar ist, und im Zweifelsfall muss der Karabiner dann im Endeffekt aussortiert werden. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, wie ein Karabiner beschädigt, abgenutzt oder unbrauchbar werden kann oder halt einfach die Festigkeit eingeschränkt werden kann. Zuerst kann ich mal die Funktion des Karabiners überprüfen. Also er lässt sich hier noch öffnen und schließen, schließt sich auch von alleine. Er hat jetzt, wenn ich ihn mir anschaue, keine äußerlich sichtbaren Schäden. Da achtet man erstmal drauf auf starke Abnutzung, zum Beispiel durch Abrieb durch ein Seil oder Abrieb oder Aufschiebung vom Metall durch scharfe Blättchen. Das entsteht hauptsächlich also bei der oberen Echse. Dann hier, also da kann durchaus, dadurch, dass das Metall des Plättchens härter ist als das Aluminium, kann sich da Material ein bisschen aufschieben und es kann scharf werden. Deswegen ist auch generell zu empfehlen, die Metallseite, also die in den Haken geklippt wird, immer oben zu lassen und nicht zu tauschen mit der Seite, wo das Seil drin ist. Wenn wir das jetzt alles überprüft haben, ist der Rest schwer zu sagen, ob der Karabiner verwendbar ist. Er könnte sich verformt haben zum Beispiel, das kann ich jetzt aber nicht feststellen, weil ich keinen Karabiner, also neuen Karabiner, wo ich sicher weiß, der lag nur im Schrank oder ist produktionsneu, als Vergleich habe. Außerdem sind auch minimale Verformungen relevant, die jetzt so nicht einfach erkennbar wären. Ein Karabiner kann zum Beispiel durch dauerhafte Belastung, wie sie beim Slackline auftritt, geschwächt werden, ohne dass das jetzt äußerlich als Schaden erkennbar wäre. Oder zum Beispiel durch Korrosion geschwächt werden, insbesondere in salziger Umgebung wie am Meer. Die Korrosion muss jetzt auch nicht zwingend außen erkennbar sein, ist sie meistens schon. Allerdings hat der Karabiner auch Teile, besonders im Inneren vom Schnapper, die jetzt so nicht einsehbar sind. Also hier haben wir jetzt einen Karabiner in Einzelteilen. Hier haben wir den Schnapper. Der Schnapper ist innen hohl und hat eine Bohrung für eine Feder. Also hier kommt dann die Feder, die den Schnapper wieder zurückdrückt in die geschlossene Position rein. Dann kommt hier so ein Plastikteil rein, der Pusher. Und am Ende wird der Karabiner so zusammengebaut und würde dann hier mit einem Metallstift vernietet werden. Also der lässt sich jetzt natürlich nicht öffnen und schließen, weil ohne die Niete würde mir auseinanderfallen, wenn ich ihn jetzt aufmache. Die Korrosion, also wenn zum Beispiel der korrodieren würde, innerhalb der Bohrung, innerhalb des Skates, würde der Schnapper schon geschwächt werden. Ist jetzt aber nicht direkt erkennbar, weil die Bohrung nicht einsehbar ist. Also es können durchaus auch versteckte Schäden an einem Karabiner vorhanden sein, die jetzt nicht einfach erkennbar sind. Und deshalb ist generell, wenn die Verwendung und Historie von einem Karabiner unbekannt ist, der Karabiner auszusortieren. Gut, das heißt, den Karabiner, den kann ich noch als Schuhkarabiner verwenden, aber nicht im sicherheitsrelevanten Bereich. Genau, das kann ich nicht empfehlen, den im sicherheitsrelevanten Bereich weiter zu verwenden. Also wenn der einfach nur 20 oder 30 Jahre lang im Schrank stand, dann könnte er auch nach 30 Jahren immer noch die Werte erfüllen. Also tatsächlich sind Karabiner, es gibt keine beschränkte Lebensdauer für Karabinern. Also die sind unbegrenzt erstmal zur Benutzung zugelassen. Wenn sie nicht benutzt werden, entsprechende Abnutzungseffekte oder Beschädigungen auftreten. Also wenn ein Karabiner jetzt 20 Jahre im Schrank liegt, wird er dadurch nicht schlechter. Okay. Das heißt, die gute Nachricht ist, wenn ich die Geschichte eines Karabiners kenne, die Nutzungsgeschichte, und er mir nicht runtergefallen ist, dann hält das theoretisch ein Leben lang.
bei Aluminiumprodukten gibt es keine beschränkte Lebensdauer, also sie sind unbegrenzt benutzbar. Okay. Wie gesagt, mit Einschränkung, dass natürlich Abnutzung und Schäden auftreten können. Und dann muss es natürlich aussortiert werden. Wenn ich jetzt einen brandneuen Karabiner mir kaufe und sage, ich bin immer dabei, wenn mit ihm geklettert wird, und er wird auch nur im Kletterkontext verwendet. Was wären Ereignisse, wo du sagst, dass ich so einen Karabiner aussortieren sollte? Allgemein unterliegt so ein Karabiner einer normalen Abnutzung während dem Gebrauch. Und wenn diese Abnutzung sehr stark auftritt, wie zum Beispiel bei diesem Sicherungskarabiner, der hier jetzt stark eingeschliffen ist durch das Seil beim Sichern, ist erstmal zu überprüfen, ob er scharfe Kanten draus gekriegt hat. Und tatsächlich sind scharfe Kanten so mit das Gefährlichste, was auftreten kann durch Abnutzung, weil das Seil dann beschädigt oder sogar ganz durchgeschnitten werden kann unter Belastung. Also wenn hier eine scharfe Kante irgendwo am Karabiner ist, sei es durch halt Abnutzung durch das Seil, sei es durch Abnutzung durch ein scharfes Blättchen oder so weiter, auf der Seite, wo das Seil berührt wird, ist er immer auszusortieren. Der Karabiner wurde viel benutzt und hat wahrscheinlich jetzt das Ende seiner Lebensdauer erreicht und man könnte ihn mal austauschen. Ja, das ist, also ich hätte persönlich den auch schon vor einer Weile ausgetauscht, glaube ich. Das ist mir ein bisschen zu viel Abnutzung. Es gibt ein Kletterereignis, was auch immer wieder in Internet- und Facebook-Kletterforen heiß diskutiert wird. Das ist, mein Karabiner oder meine Expresse ist mir runtergefallen. Das gibt es in diversen Szenarien, aus der Hüfthöhe, aus dem ersten Stand, aus dem zweiten Stand, von ganz oben von El Cap und dann immer wieder mit der Frage verbunden, ist es noch sicher, diesen Karabiner zu verwenden? Also das Problem erstmal daran ist, dass es kein einfaches Prüfverfahren gibt oder vor allem kein einfaches zerstörungsfreies Prüfverfahren für den Karabiner, um 100% sicherzustellen, dass er nach dem Sturz noch voll funktionsfähig ist. Wenn die Funktion nicht eindeutig garantiert werden kann, muss der Karabiner leider aussortiert werden. Kann man sagen, dass es durchaus denkbar ist, dass der Karabiner noch die nötige Festigkeit besitzt, also die nötige Bruchlast? Also ist es durchaus wahrscheinlich, dass der Karabiner noch die Sicherheitsvorschriften erfüllt, aber bei einem Karabiner, dem man sein Leben anvertraut, will man halt nicht, es ist wahrscheinlich noch gut haben, sondern es sicher zu gehen, dass er wirklich sicher noch in Ordnung ist. Und dadurch, dass es sich nicht ohne weiteres zerstörungsfrei prüfen lässt, ob der Karabiner noch 100% in Ordnung ist, muss er leider aussortiert werden. Also bei einem Karabiner, man kann ihn erstmal reinigen, was zum Beispiel zu empfehlen ist, wenn er einfach in Dreck oder sandige Umgebung gekommen ist oder auch speziell, wenn er in Salzwasserumgebung oder am Meer benutzt wurde, ihn einfach waschen mit Wasser und vielleicht, wenn irgendwo Sand drin ist, mit einer Zahnbürste oder feinen Bürste versuchen, es ein bisschen rauszubürsten. Okay. Und es ist auch nicht zu empfehlen, zum Beispiel einen Karabiner im gleichen Rucksack oder in der Nähe von einem salzigen Neoprenanzug, deiner Badeshorts vom Meer oder so aufzubewahren. Okay. Also tatsächlich kann dann da Korrosion entstehen. Das heißt, wenn ich irgendwo Deepwater Solo im Salzwasser mache und dann meine Badehose zu meinen Expressen in den Rucksack werfe, ist das, kann das schädigend auf das Equipment sich auswirken? Nicht sofort, aber wenn die jetzt eine Weile dann da liegen und allgemein salzig werden, sollten sie nachher abgewaschen werden, um das Salzwasser im Endeffekt oder halt das Salz zu entfernen und dann halten sie länger und korrodieren weniger. Okay, gut zu wissen. Und ich habe auch oft gelesen, dass man, gerade wenn der Schnapper nicht mehr so leichtgängig funktioniert, die Karabiner oder die Expressen ölen soll. Tatsächlich kann man die Karabiner ölen, also der bewegliche Teil, also der Schnapper, ist hier mit einer Niete mit dem eigentlichen Karabiner verbunden und dreht sich dann hier um diese Niete. Man kann einfach mit einem Öl hier an die Seite von der Niete oder auch in diesen Spalt ein bisschen Öl reinzugeben. Also dabei ist halt aber darauf zu achten, dass man nicht zu viel Öl reingibt und gerade bei zum Beispiel Expressschlingen auch darauf achten, dass das Öl nicht auf die Textilschlinge kommt. Was für ein Öl kann ich dafür benutzen? Kann ich einfach das Öl, was ich für meine Fahrradkette benutze, auch für meine Karabiner und Expressen verwenden? Ja, es kann ein dünnflüssiges Öl, also Fahrradkettenöl wäre zum Beispiel in Ordnung oder Nähmaschinenöl heißt es öfter. Ja, also ein dünnflüssiges Öl, damit ich das dann schön durch den Kapillareffekt an der Niete entlang reinfließt. Klingt gut. Jetzt ist es
Es ist so, dass man bei Karabinern und auch bei Expressen zwischen zwei gängigsten Materialien unterscheidet, Stahl und Aluminium. Ich würde zu Aluminiumkarabinern raten, besonders im Sportkletter- oder Kletterbereich, weil einfach der Aluminiumkarabiner ist einfach leichter und die höhere Festigkeit oder die höhere Abnutzungsresistenz von einem Stahlkarabiner ist hauptsächlich in Bereichen wie in der Kletterhalle, bei den Äxten, die wirklich viel benutzt werden und wo viel ein Seil drüber reibt. Man könnte einen Stahlkarabiner als Sicherungskarabiner nehmen, der würde dann länger halten als den Aluminiumkarabiner gegen den Abrieb vom Seil. Aber ansonsten will man doch eher einen leichten Karabiner, leichte Expressen haben und da ist Aluminium einfach klar im Vorteil. Genau. Wenn ich mir so einen Karabiner angucke, sehe ich verschiedene Buchstaben und Zahlen drauf. Es gibt hier EN2275, dann das CE-Zeichen, das viele von uns kennen. Gibt es Labels, von denen du sagst, die müssen draufstehen, sonst solltest du den Karabiner nicht kaufen? Also was steckt dahinter und was bedeutet das für mich als Käufer? Also tatsächlich in Deutschland verkaufter Karabiner muss das CE-Prüfzeichen drauf haben, was das europäische Prüfzeichen ist. Und zusätzlich die EN-Norm, die jetzt für zum Beispiel Karabiner spezifisch das Testverfahren festlegt. Die Norm definiert auch gleichzeitig, was sonst noch auf dem Karabiner draufstehen muss. Zum Beispiel die Belastung, die der Karabiner aushält in den drei Richtungen. Geschlossen längs, Querbelastung und offene Belastung. Es gibt zusätzlich zu der EN-Norm eine UIAA-Norm, die in vielen Bereichen in den Anforderungen sogar die EN-Norm übertrifft. Allerdings die kann zusätzlich getestet werden und darf auch draufgeschrieben sein. Ist allerdings Vorschrift, dass die entsprechende EN-Norm zusätzlich draufstehen würde. Also auf dem Karabiner ist jetzt nur die CE und UIA markiert. Das wäre jetzt so aktuell nicht mehr zulässig. Da würde dann zusätzlich noch die EN-Norm stehen. Die Erfüllung der EN-Standards reicht, um den Karabiner in Europa verkaufen zu dürfen. Okay. Was haben wir denn noch? Ist das ein gedeckter Apfelkuchen oder was ist das da? So, wir haben uns jetzt vom Kaffee und Kuchen entfernt und haben hier hinter uns eine Zuglastmaschine, wo wir gleich die verschiedenen Karabiner einhängen werden, um zu gucken, bei wie viel Kilonewton sie brechen. Also generell ist zu dem aufgebauten Zugversuch erstmal zu sagen, es handelt sich da nicht um einen kalibrierten Prüfstand und der Aufbau entspricht auch nicht genau der Norm, da zum Beispiel zum Einspannen Stahlkarabiner verwendet werden, die nicht den gleichen Durchmesser haben wie im Normaufbau gefordert. Aber trotzdem gibt der Versuch uns eine Idee, was so ein Karabiner aushält. Dann gehen wir jetzt mal ein paar Sachen zerstören. So, wir haben jetzt Material zerstört und ich habe jetzt hier in der Hand die Überbleibsel vom Karabiner, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatte und er hat die Werte erreicht, also die Bruchlast erreicht, die auch auf ihm vermerkt ist. Das war
ein bisschen zu erwarten, tatsächlich, wenn er sich wirklich noch in gutem Zustand befindet. Allerdings muss man dazu sagen, das war jetzt nur einer von drei für die Norm vorgeschriebenen Tests. Also die zwei eigentlich schwerer zu bestehenden Tests oder relevanteren Tests, die Querbelastung und die Schnappe-Offen-Belastung, haben wir jetzt nicht getestet. Das heißt, auch wenn er die eine Belastung jetzt bestanden hat, kann nicht abschließend gesagt werden, dass er noch in Ordnung gewesen wäre, der Karabiner, weil die anderen zwei Tests jetzt natürlich nicht mehr durchgeführt werden können. Dann haben wir hier Kandidat Nummer 2, das war der Billet Master, der schon sehr starke Gebrauchsspuren aufgewiesen hat. Auch hier hat mich das nicht besonders überrascht. Man sieht, er ist an einer anderen Stelle gebrochen. Das heißt, eine Querschnittsreduktion hier ist nicht ganz so relevant für die Festigkeit. Okay. Bevor ein Karabiner so stark geschwächt ist, dass er deutlich unterhalb der Werte, die draufgeschrieben sind, bricht, ja, wird er meistens scharf und wird dann gefährlich fürs Seil. Und das ist das erste Kriterium eigentlich, weswegen er dann aussortiert werden müsste. Ja, allgemein ist der Test mit Schnapper offen der deutlich kritischere Test. Die Karabiner versagen da natürlich deutlich früher wie mit geschlossenem Schnapper und versagen auch in einem Bereich, der näher an den tatsächlich auftretenden Belastungen beim Sportklettern ist. Also immer noch weit genug weg, dass das einen Sturz vermutlich halten würde, aber ist trotzdem gut darauf zu achten, dass der Karabiner nicht schnapperoffen belastet wird. Ja, vielen Dank an dich, Peter. Ich hoffe, dass ihr jetzt so ein bisschen mehr weißt, was es bei Karabinern zu beachten gibt, was die Lebensdauer betrifft, die Wartung. Dass auch ein bisschen herausgekommen ist, dass es zu manchen Themen keine abschließenden Antworten gibt. Aus dem ganz einfachen Grund, dass man in so einen Karabiner nicht reingucken kann. Also es ist auch ein sehr komplexes Thema, wo es manchmal keine einfachen Antworten gibt. Es ist gut, halt die Leute mal zu informieren, was tatsächlich auftreten kann an Abnutzung, was davon leicht erkennbar ist, auch für Leute, die sich nicht so mit dem Equipment auskennen, um einfach Fehler oder Gefahren zu vermeiden. Generell hat es Spaß gemacht, das Interview, und heute Abend ist hoffentlich kühler zum Klettern dann sowieso.